So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu unserer geilsten Aufnahme der Welt. Ja, diese Folge steht Bugfixing an. Und zwar gucken wir mal bei unserer Meteschaltung. Da müssen wir jetzt irgendwie gucken. Erstmal die Passwort eingeben. So. Müssen wir mal gucken, dass wir da das jetzt mit der. Da müssen wir jetzt quasi so einen Schalter einfügen. Ah. Weil es ist natürlich blöd, wenn die Meteschaltung natürlich immer pausiert wird, wenn man den Server neu startet. Ich dachte, dass wenn dann der Server wieder gestartet wird, die Meseanlagen auch alle wieder in Betrieb gehen, dass er sich quasi speichert, wo Meseanlagen sind und diese dann automatisch wieder in Betrieb lässt. Macht das scheinbar nicht. Weil bei Advanced Trains ist es nämlich so. Also glaube ich. Wenn du den Server startest, werden erstmal geguckt, wo sind überall Züge. Also die Züge stehen alle in einer Datei drin. Und dann werden diese entsprechenden Map-Blocks direkt mitgeladen. Dann macht das Pipeworks und Mesecons wahrscheinlich so nicht. Schade eigentlich. So, das heißt, wir brauchen, was brauchen wir für Schalter? Mesecon. Hätte ich gerne so einen Taster hier. Und dann bräuchten wir noch einen Ohrgatter. Ne, einen Endgatter. Einen Endgatter brauchen wir. Also, eins von beiden. Die Schaltung würde tatsächlich mit beiden funktionieren. Da brauchen wir einmal Cleanstone und einmal Mese. Das klingt realistisch. Was jetzt eher die Frage ist, ist, ja, wir brauchen halt noch einen Gatter. Ich nehme einfach mal Endgatter, einfach historisch bedingt deswegen, weil ich das bisher immer mit Endgatter gemacht habe. So, das heißt, wir brauchen dafür auch zweimal Silizium. Quatsch. Da. Salalithium. Danke, danke. Und dann brauchen wir noch massig Mesekorn und massig Stein. Nein, die eigentlich nur zwei. Dankeschön. So, das heißt, wir brauchen alles. Ein, zwei. Bam. Und dann brauchen wir. Ach, da kriegt man gleich zwei draus. Oh, okay. Dass ich nie darauf achte, wie viel man von sowas eigentlich bekommt. Immer die gleiche Scheiße hier mit mir. Ich habe gerade die Tür aufgelassen, kann das sein? Egal. Boink. Boink. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier bauen. Also, hier muss der Schalter hin. Also, an das Ding ran. Ich weiß gar nicht, wie man das denn realisieren kann. Kann man das so überhaupt bauen? Wenn ich jetzt hier so einen Block hinmache. Hier kommt dann der Schalter ran. Inwieweit gibt der denn ein Signal? Jetzt komme ich gar nicht mehr rein. Upsala. Kann ja mal passieren. Jetzt muss ich noch ganz kurz überlegen. Gut, dann mache ich den mal hier hin. So, wenn ich jetzt hier einen Schalter ran mache, dann wird das Signal, glaube ich, auch hier drunter weitergegeben. Das heißt, wenn ich jetzt hier so ein Mesekon-Ding hinmache, du kommst weg und jetzt hier den Schalter drücke. Genau, dann geht das hier auch an. Das heißt, ich kann jetzt hier das Gatter hin. Nee, kann ich gar nicht. Scheiße, ich bräuchte noch mehr Platz dafür. Okay. Das heißt, du kommst weg. Du kommst weg. Okay, weg hier. Du kommst weg. Dann kommt hier der Stein hin. Vorteil ist, der Taster ist doch näher an der Tür dran, ne? So. Dann kommt hier drunter das Mesekon. Hier kommt das Gatter hin. Das müsste ein Ohrgatter sein. So. Nee, das ist Endgatter. Und das kommt hier nochmal Mese hin.
Mese hin. Achso, das muss auch weg. Mese hin. So, und jetzt haben wir es nämlich folgendermaßen. Ups, machen wir hier. Achso, ja, scheiße. Okay, wir machen das doch mit dem Ohrgatter. Das macht hier mit dem. Funktioniert dann, weil ich habe jetzt den Taster genommen und wenn ich die Schaltung einschalten möchte, dann müsste ich jetzt. Gott, muss ich überlegen. Also, angenommen, wir nehmen jetzt den Ohrgatter. Wenn die Schaltung normal arbeitet, dann arbeitet sie egal, was hier ist, weil wenn der Schalter nicht gedrückt wird, ist hier 0. Das heißt, das Signal von hier wird einfach 1 Cent durchgeleitet. Das heißt, unsere Schaltung würde so arbeiten, wie sie bisher auch gearbeitet hat. Hier wird eine 1 gegeben, die 1 wird hier durchgeleitet, er macht das bei 0, dann wird die 0 durchgeleitet, dann wird eine 1 und so weiter und so fort. So, wenn die Schaltung jetzt nicht funktioniert, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so wie jetzt, auf der Seite ist High und auf der Seite ist Low. Dann wäre es in dem Moment, wenn hier ein Ohrgatter ist und wir hier einmal raufdrücken, würde in dem Moment, wo wir raufdrücken, hier ein High entstehen. Damit wird er das zu Low setzen und in dem Moment wird die Schaltung wieder in Betrieb genommen. Zweite Möglichkeit, es ist genau andersrum. Hier ist Low und hier ist High. Da würde der Schalter in dem Moment gar nichts machen. Ja, so funktioniert das Ganze natürlich. Also Problem ist halt, das funktioniert so jetzt nur so lange wie, ne? Wenn es jetzt hier andersrum gewesen wäre, wenn es hier high gewesen wäre, also hier schon high gewesen wäre und hier low gewesen wäre, und wir dann diesen Schalter gedrückt hätten, hätte das halt nichts bewirkt. Mal gucken, wie ist es denn hier? In welchem Zustand hängt er denn hier fest? Okay, hier hat er nämlich genau diesen Zustand, hier ist es nämlich genau andersrum. Das heißt, hier können wir es genau testen, ob es so dann auch funktioniert. Hier habe ich jetzt einen Schalter. Du musst noch weg. Und hier machen wir jetzt zwei hin. Ja, siehst du, hier funktioniert es nämlich nicht mehr. Das ist nämlich genau das Problem dabei. Gott, das ist jetzt natürlich blöd. Wir müssen also irgendwie dafür sorgen. Dass die Schaltung, sobald sie aktiviert oder deaktiviert ist und in dem Zustand hängt, dass wir sie reanimieren können. Würde das dann mit dem Leveler funktionieren? Müsste ich jetzt aber erstmal bauen. Fuck. Och, Reminächen. Ich dachte, unsere Schaltung funktioniert so wunderschön. Hat doch funktioniert bis zum Server-Neustart. Ja, jetzt muss es natürlich, klar. Ach du Scheiße. Ich bräuchte irgendein Gerät, was es schafft, beide Signale zu überschreiben, wenn es. Also. Was quasi eine 1 zwingt, auf eine 1 zu wechseln. Also eine 1 zwingt, auf eine 0 zu wechseln. Eine 0 zwingt, auf eine 1 zu wechseln. Aber im Ruhemodus nichts verändert. Und das geht gerade so ziemlich nicht.
Können wir natürlich gucken, ob der Power, also ob der Leveler dazu in der Lage ist. Ist doch aber Bullshit. Uiuiuiui. Gibt es hier. Es funktioniert. Nee, geht auch nicht. Ich weiß auch nicht, was diese Diode macht. Was macht diese Diode? Weil wenn die Diode eine Statusänderung nur in eine Richtung zulassen würde, dann wäre das ja quasi genau das, was wir jetzt hier bräuchten. Oder? Boah. Das ist halt so ultra schwierig, sich jetzt. Weil ich muss ja wissen, jetzt wie die Dinger hier funktionieren, damit ich mir daraus ein Konzept machen kann. Digitalschaltungstechnisch. Okay, wir versuchen das mal mit einem logischen. Ich baue mal ein paar Gatter. Da haben wir ein paar Gatter auf Vorrat, denn, ne? Easy. So, halt, da oben. Wir brauchen ganz viel Silizium und ganz viel Metokon. So. Ohrgatter bringen uns nichts. Schalter, wir brauchen Schalter. Also ich packe ich mal gleich bei den Cleanstone mit ein. Schalter, da nehmen wir auch mal zwei. Dann könnten wir noch gebrauchen da die Diode. Da brauchen wir diese komischen Teelichter dafür. Haben wir da welche? Drei Stück, war ja klar. Reicht also nicht. Wie viele brauchen wir? Vier Stück bekommen wir so. Okay. Ich muss mir nämlich mal gucken, was jetzt die Diode macht. Weil wenn die Diode nämlich tatsächlich Signale nur in eine Richtung durchlässt, dann könnten wir die als Überschreibventil benutzen. Das heißt, wir bräuchten dann, das hier müsste auch wieder weg. Wäre trotzdem zu wenig Platz. Fuck. Gut, das heißt, die Diode. Nee, wie viele bräuchten denn noch mehr Dioden? Wir bräuchten vier Dioden. Alles. So. Volle Idee. Wir machen jetzt. Hier eine Diode hin und da, das war genau falsch rum. Scheiße, die Diode kommen ja gar nicht hin. Ich müsste quasi so rum jetzt hinbauen. Das geht aber nicht, weil ich jetzt halt da nicht dahin komme. Na. Noch einen Schraubendreher. Haben wir Schraubendreher dabei? Rein zufällig. Ja. Sehr schön. Wird etwas, was funktioniert. So. Das heißt, ich baue dich jetzt mal nach da und drehe dich jetzt so. Perfekt gesehen. So, und jetzt nehmen wir da Mesekorn, da Mese. Achso. Die Platte muss auch noch weg. Alter, was ist hier los? Da Mesekon, das funktioniert ja super. Egal, würde sogar funktionieren. Und hier Mesekon. Und jetzt haben wir eine. Genau, okay.
Ist also wirklich so. Die Diode lässt das Signal nur in eine Richtung durch. Geil, da funktioniert das. Jetzt können wir nämlich, egal in welchem Zustand die Anlage gerade hängt, wir können immer hiermit quasi ein Signal auf. Upsili. Wir können immer hier. Kann ich mal irgendwas. Ich brauche mal eine leere Hand hier. So. Wir können immer hier mit einer 1 kurzzeitig auf beide Seiten geben. Und egal wie die Anlage in dem Moment denn blockiert ist, können wir sie mit dem Schalter dann aufwecken. Eine Scheiße, Alter. Ich liebe digitale Technik, aber wenn man, ne, wenn man erstmal gucken muss, wie hier welches Bauteil überhaupt funktioniert, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. So, das heißt, die Seite können wir schon mal wieder zubauen und auf der anderen Seite müssen wir genau das gleiche bauen. Ich lasse es erstmal offen hier. Weil hier ist ja alles spiegelverkehrt. Das heißt, hier wäre jetzt die Frage, ob wir das hier überhaupt so unterbekommen. Haha. Doch, müsste funktionieren. Genau. Das heißt, du kommst weg. Dann kommt da eine Diode hin. Hier brauchen wir nicht sogar keinen Schraubendreher. Sehr schön. Können wir es direkt hinbauen. Ja, danke, dass du es automatisch rotierst, du. Och Mann, du kannst es doch nicht automatisch hinrotieren. Oh. Danke. Was? Ich hau dich. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Das geht natürlich nicht. So, du kommst nach da. Du bleibst da. Perfekt. Und du kommst nach da. Sehr schön. So, jetzt ist hier genau das Gleiche. Solange wie die Anlage funktioniert, funktioniert sie. Und wenn sie mal nicht funktionieren sollte, können wir sie hiermit wieder aufwecken, solange kurzzeitig auf beides eine 1 geschickt wird. So, jetzt testen wir die Anlage mal, indem wir mal den Server runter. Ach so, kann ich gar nicht, habe gar nicht die Rechte dafür. Scheiße. Programm beenden. Boah, Alter, voll Debugging gerade hier, ey, das ist ja slow-im. Was jetzt? Was jetzt? Halt, stopp. Ich will mein VNC. Alter, die Waldfee, ey, das ist ja hier. Technik für Fortgeschrittene. Da, siehst du hier. Boop. Macht die ganze Zeit das Ganze als Ronix. So, fahren wir jetzt einfach mal runter, machen wir einen Neustart. Dann sollte er jetzt nichts mehr machen nach dem Neustart, weil er nämlich wieder aufhört zu arbeiten. Wenn nicht, wäre es ein Vorführeffekt. Hätten wir jetzt alles umsonst gemacht. Okay. Er scheint nichts mehr zu machen. Der Server lädt aber auch noch ein bisschen. Hier hat man hier CPU-Auslastung, ne? Doch, jetzt ist er immer noch aktiv. Ich glaub das nicht. Hä, und er nimmt jetzt immer zwei Items mit einmal raus? Was ist denn jetzt los? Oh, lol. Vielleicht, weil jetzt zwei Mescon-Leitungen zu dem Ding gehen? Vielleicht deswegen? Ja gut, auf jeden Fall, ja, wie man sieht, Ding geht einfach weiter. Super. Das heißt, mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht. Und weil es jetzt funktioniert, können wir gar nicht gucken, ob unsere Aufwärtsschaltung funktioniert, weil sie jetzt gerade gar nicht gebraucht wird. Och, leck mich doch am Arsch. Das ist jetzt nicht dein Ernst hier. Ich möchte sterben. Ja, mal gucken, vielleicht ist die linke Schaltung wenigstens pausiert. Dann kann man zumindest da gucken. Das heißt, die. Vielleicht, weil jetzt die Tubes ausgelastet sind. Weil was in den Tubes drin ist, wird vielleicht deswegen das Ding jetzt wieder reanimiert. Das ist so scheiße. Ja, wunderbar, hier funktioniert alles. Sehr schön. Gucken, ob die andere Seite funktioniert. Ja, die andere Seite funktioniert natürlich auch. Och Mann, no, das gibt's doch gar nicht. Ist das jetzt ja dein Scheiß Ernst? Ich möchte sterben. Okay, wir müssen die Kiste aufklären. Dafür haben wir aber nicht genug Platz. Und er nimmt immer gleich zwei Items mit einmal raus. Interessant. Mal ganz kurz hier ganz viel Platz. So.
Bam. So. Ja, jetzt raus natürlich das Ganze hier, bis es alles einsortiert ist. Ach Gott, ey. Kann ich ja nur um Jahre handeln. Weil, wie gesagt, die Anlage ist natürlich super ineffizient, ne? Das heißt, bis jetzt hier alles drin ist in die Kisten, was hier gerade rumschwirrt, kann es ein bisschen dauern. Ich meine, ich könnte jetzt auch ein Clear Object machen, aber. Also, dann wären die Rohre zumindest leer. Aber lieber nicht. Nee, Quatsch, nicht. Nee. Doch, doch, genau. Clear Object ist der Befehl. Ja, doch. Ja, seht ihr, weil jetzt, weil es hier quasi zwei Drähte hochgehen zu dem Ding, ne? Das und das, deswegen kriegt jetzt immer doppelt, also zwei Signale mit einmal. Und rastet deswegen quasi aus. Das heißt, wir könnten sogar cheaten, also das Ding ein bisschen optimieren, indem wir sagen, okay, wir machen jetzt hinten noch so ein Ding hin. Da so. Jetzt kriegt er quasi immer drei Signale mit einmal. witzig. Komm mal her. Danke. Komm, mach endlich mal leer. Oh, das dauert ja ewig. Kann man das nicht beschleunigen irgendwie? Aber wie gesagt, eigentlich rein technisch gesehen müsste es so jetzt genau funktionieren. Wisst ihr was? Wir lassen es einfach mal so und gehen einfach mal davon aus, dass es funktioniert. Und können wir ja später, ich meine spätestens nächste Woche Montag, dürfte das dann ja wieder eingetreten sein, weil bis Montag ist ich auf jeden Fall fertig mit durchlaufen. Und Montag früh mache ich auch ein Backup, das heißt, dann ist wieder auch ein Neustart. Das heißt, dann sollte die Anlage wieder pausiert sein. Und dann können wir testen, ob das dann ganz, ob das Ganze dann aufgeweckt werden kann damit. Und wenn ja, haben wir alles richtig gemacht. Wenn nicht, geht sterben. Haben wir hier quasi unsere beiden Aufweckknöpfe. Ist doch easy. Oh, man sieht das sogar ein bisschen das Mese durch diese, die unten diesen kleinen gelben Balken, der so blinkt. Lol. Ja. Okay. Na gut. Bin ich gerade am Überlegen? Würde es wirklich funktionieren mit diesen drei Signalen mit einmal? Dass er wirklich jetzt drei mit einmal denn macht? Aber das wäre dann ja quasi fast geil, eigentlich. Jetzt drei mit einmal? Ja, jetzt macht er drei mit einmal. Lol. Ist das nice? Gut, dann lassen wir das auch so, tatsächlich. Ich meine, vier bekommen wir nicht hin, dann müssen wir das Ding hier auswechseln, müssen wir die Anlage alles eins nach vorne verschieben. Und ich verschiebe jetzt hier nicht noch mehr, das ist Katastrophe genug hier alles. Aber es ist ein bisschen witzig, dass es funktioniert. Damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet, muss ich ja mal ganz ehrlich zugeben. Cool. Nice. So, was wir jetzt noch machen können, ist den Weg endlich mal erweitern. Was wir heute eigentlich machen wollten, ne? Also, auch. Mal gucken, ist der Kaffee mittlerweile gewachsen? Also hier ist schon wieder alles gewachsen. Ist schon fertig komplett. Chili ist auch soweit gut. Wo ist denn der Kaffee? Achso, der war hier. Wächst jetzt noch was, oder? Hä, wächst der Kaffee gar nicht? Der sieht immer noch genauso aus wie am Anfang. Sag bloß, der Kaffee braucht jetzt irgendwelche besondere Pflegeprodukte von Nivea oder so. Gut, machen wir auf jeden Fall mal hier die Chili. Nam nam.
Rohe Chili, ja, das tut aber gut. Wobei ich weiß gar nicht, rohe Chili ist gar nicht so scharf, oder? Obwohl doch, doch. Rohe Chili, ja, je nachdem. Weil es gibt ja nicht nur das Chili, sondern es gibt ja viele Chili-Sorten. Und eben, da gibt es halt scharfe Chilis und schwache Chilis. Und es gibt zum Beispiel auch Chilis, die sind so lasch vom Würzegrad her, die kannst du tatsächlich auch so mampfen. Und dann gibt es aber auch wiederum Chili, die sind so scharf, wenn du die so roh isst, da brennst du dir alles weg. Denn, ja. Damit ist auch nicht zu spaßen, da kannst du nämlich Atemschwierigkeiten bekommen und dann daran ersticken. Deswegen feiere ich auch so diese ganzen Vollidioten ab. Also jetzt im negativen Sinne abfeiern, also eher mit darüber lustig machen. Da gab es ja mal auf YouTube im Amerikanischen diese Challenge. Challenge ist sowieso total beknackt, Alter, wenn die. Egal. Da haben haufenweise Menschen wirklich so extrem scharfe Chilis so roh gegessen. Und da gab es doch mal ein Video, habe ich hier, also gibt es wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, aber ich habe es vor einer Weile geguckt. Ja, da waren zwei junge Damen, die mussten dann das natürlich nachmachen. Super scharfe Chili einfach so essen. Und dann sterben die einfach live vor der Kamera fast tot. Heulen die ganze Zeit, heischen die ganze Zeit nach Luft. Die beiden laufen auch komplett rot an. Ja. Wo ich mir nur so denke, ganz ehrlich, selber schuld. Weil so dumm kann keiner sein. Also, wenn man das unbedingt nachmachen möchte, okay. Ist quasi wie ein Selbstmord. Wenn jemand Selbstmord machen möchte, okay, halte ich ihn nicht von ab. Bitte, soll er machen. Und das ist genauso fahrlässig wie Selbstmord. Da braucht man sich dann auch nicht beschweren, wenn man denn daran erstickt. Weil das ist allgemein bekannt, das steht auch auf den Packungen drauf, also auf der Packung stand es in dem Fall drauf. Vor allen Dingen sind diese Challenges dafür bekannt. Und das ist genauso wie dieses auf dem Zug surfen. Ne? Wer auf dem Zug surfen muss, okay. Wenn er davon dabei einen Unfall baut und dann schwer krank im Krankenhaus liegt, schwer beschädigt, ganz ehrlich, Pech gehabt. Es ist Allgemeinwissen, dass es nicht gesund ist. Wenn man es trotzdem machen muss, hat man mit den Konsequenzen ganz einfach zu leben. Solche Leute sind einfach absolut strohdumm und verdienen zu dem Moment halt einfach auch einfach. Ja. So, dann sind wir soweit fertig. Das Geile ist, wir können, wenn wir den Weg nach hinten bauen, können wir den gesamten Weg erstmal aus Cobblestone machen und dann bei den mittleren Beinen rein mit dem Hammer immer draufhauen, fällt mir gerade mal so ein. Ne? Wir haben ja diesen Hammer. Ne? Hier die hier, mit dem man aus Cobblestone Gravel machen kann. Hätten wir sogar schon davor machen können, weil mir ist nicht aufgefallen, dieser Hammer, der von dem Sieb, von dem, doch, ist ein Sieb, ne? Von dem Sieb mit dabei ist, der hat genau die gleiche Funktion. Der macht zwar nur Cobblestone zu Gravel, also andere Sachen kann er nicht, weil die hier machen ja aus, aus Obsidian Cleanstone, aus Cleanstone Cobblestone, aus Cobblestone Gravel und aus Gravel den Sand. Und der macht halt nur aus Cobblestone Gravel, mehr kann der nicht. Aber für unseren Weg hätte selbst das ausgereicht. Hätten wir uns eine Menge Gravel hier sparen können. Egal, jetzt wissen wir es ja. Genau. So, die Maiskolben schiebe ich gleich mal hier in die Kiste mit rein. Da gehören sie hin. Bam. Ja. Sehr, sehr schön. Oh, das sieht alles so gut aus, so voll aus. Vielleicht hätten wir die hier auch ein bisschen weiter hier vorne einsortieren sollen. Ich setze das jetzt einfach da hinten hin. Einfach, weil die so ein bisschen draus vorstechen. Ich meine, die sind ja hier so ein bisschen extravagant, so ein bisschen abnormal, ein bisschen A von der Textur als solches. B kann man die halt nur benutzen, um daraus diese Kuchen zu machen. Und die Kuchen, wie wir gemerkt haben, bringen genau gar nichts. Von daher weiß ich auch gar nicht, ob ich da überhaupt was pflücken werde. Von daher können die ruhig da hinten bleiben. Die stören da keinen. Jo, ansonsten haben wir soweit erstmal komplettes Lager aufgeräumt, komplettes Feld gemacht. Haben dafür 4 Vollen gebraucht, eigentlich viel zu viel, aber dafür ist zumindest das Thema komplett abgeschlossen.
Das heißt, in den nächsten Folgen können wir uns dann tatsächlich darauf konzentrieren, hier den Weg hinten nach hinten bis zum Fluss auszubauen und dann am Fluss einen Steg zu bauen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir dann noch machen. Also auf jeden Fall, wie gesagt, ne, nächste Aufgabe ist dann erstmal den Weg hier vervollständigen. Ne, der Weg wird dann hier verlängert, dann kommt hier hinten irgendwo entweder kommt direkt da rein, muss ich aber gucken, ob das denn hier oben mit dem Weg kollidiert. Oder sonst machen wir es hier hinten irgendwo. Also da hinten meine ich doch. Wie gesagt, so einen schönen Mineingang. Tja, dann können wir hier noch, natürlich noch ein paar Gebäude hinbauen. So kleinere Gebäude, vielleicht noch eine Windmühle, irgendwie sowas. Vielleicht sogar noch ein Friedhof, wobei Friedhof, dafür ist es hier ein bisschen offen. Friedhof würde ich eher denn hier hinten so in den Bäumen oder sowas machen, dass es ein bisschen versteckt ist, quasi. Ne, ein Friedhof könnten wir halt auch noch machen, denn eine kleine, naja, eine Kirche, keine Ahnung, wie man eine Kirche baut, habe ich noch nie gemacht. Friedhof auch noch nicht, mal ganz davon abgesehen. Aber bei einem Friedhof wüsste ich zumindest erstmal, wie man das so grob darstellen könnte. Ja, von daher würde ich mal sagen, für heute, für diese Woche machen wir erstmal Feierabend und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Die letzte Folge war jetzt, glaube ich, ein bisschen kürzer. Macht aber nichts. Ja, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, sieht man sich dann alsbald wieder. Und in dem Sinne dann einfach mal schauen mit V, ne? Tschüdelü!